Hi Leute und wieder einmal willkommen zu diesem Streamplan-Video auf meinem Kanal. Hier werde ich wieder mit euch bereden, was wir diese Woche in der Kalenderwoche 9 2019, die sich von den Februar in den März erstreckt, auf Twitch zusammen zocken werden. Also lauscht gerne meinen Worten. Auch zum ersten Mal in den Streamplan-Videos mit der Softbox. Das ist verdammt hell, aber ich bin halt auch so ein Kellerkind, ich bin so käseweiß, das entspricht schon der Realität. Ich bitte das zu entschuldigen. Nun, ihr seht es, am Mittwoch zocken wir Paper Mario. Auch wenn ich schon mal anders gesagt hatte, obwohl ich schon mal sagte, ich möchte erst Super Mario Galaxy 2 durchspielen, bevor wir mit Paper Mario durchstarten, habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Es sind ja auch andere Genres, ne? Ein RPG und ein 3D Jump'n'Run. Mario Galaxy 2 setzt diese Woche einmal aus, dafür starten wir eben mit dem Projekt Paper Mario 1 für das N64. Anders als die ganzen anderen Teile habe ich den ersten Teil nie gezockt und hole das jetzt mit euch nach am 27. Februar 2019 ab 20.30 Uhr. Seid also gerne live dabei. Ich würde auch gerne versuchen, das irgendwie das Material in Let's Play Parts zu bekommen. Muss man mal schauen, aber würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. Ich hatte ein Vote gemacht, welches der geplanten Twitch-Projekte euch am meisten interessiert, und gewonnen hat Paper Mario. Wir spielen die Wii U Virtual Console Version. Da freue ich mich drauf. Und weiter geht es dann am Freitag. Das ist dann schon der 1. März. Herrgott, so schnell ist es ja um, nicht wahr? Da spielen wir Banjo-Kazooie ein weiteres Mal. Zu 100%. Alle 100 Puzzleteile, alle 900 Noten. Wir hatten letztes Jahr nicht nur das Let's Play, sondern auch drei Races gegen Woloyu und Trakel. Die haben keinen Bock mehr, aber ich bin mit meiner eigenen Leistung unzufrieden. Im ersten Run hatte ich einen falschen Controller und habe gefailed beim Endbosskampf. Das ging gar nicht. Generell war es auch nicht so gut wie die anderen Male. Beim zweiten Mal war ich so gut, dass ich einige Mumbo-Schädel vergessen hatte, die zwar nicht zu den 100% zählen, aber dadurch war das ein riesiger Fail, der mich einige Zeit gekostet hat. Und beim letzten Mal habe ich alles perfekt gemacht, bis auf die letzte Welt, habe ich total gestruggelt und ich weiß nicht. Ich würde Banjo-Kazooie, kleine Fehler sind ja unvermeidbar, wenn man nicht gerade der Speedrunner des Jahrhunderts ist. Aber ich würde es halt gerne mal ohne gravierenden großen Fehler ganz schnell und sauber mit euch durchschauen. Und damit es noch interessanter wird, obwohl ich keine Gegenspieler habe, lasse ich nebenbei am linken Bildschirmrand einfach die alten Versuche von mir laufen. Ja? Controller Fail LPM, Mumbo Mangel LPM und Click-Clock Struggle LPM. Das wird witzig, wir können uns dabei... Ich habe einen Direktvergleich, Mann. Wie schnell oder langsam ich bin im Vergleich zu mir selbst aus den anderen Versuchen. Das ist schon ein bisschen schizophren, aber ich werde Spaß dran haben. Also wer Bock hat auf Bär und Vogel, der schaltet gerne am Freitagabend ein ab 20.30 Uhr, den 1. März. Und am 3. März geht's einfach weiter mit Zelda Breath of the Wild. Da haben wir zuletzt den dritten Titan gemacht. Also der für mich dritte Titan, das war der von den Orni. Fehlt nur noch der Gerudo. Aber ich denke, dass wir am Sonntag erstmal, was wir schon lange nicht mehr gezielt gemacht haben, sind die Erinnerungsfotos von Zelda. Die wären vielleicht die wären erstrebenswert, denke ich mal. Und deswegen machen wir das mit einigen Schreien und alles, was so dazugehört. Ne? Gucken uns um. Deswegen, das bei Zelda am 3. März 2019 ab 20.30 Uhr. Ihr wisst Bescheid, das ist der Plan. Es kann sich immer noch was ändern, aber normalerweise tut das selten. Immer mit Facecam. Ob es euch gefällt oder nicht. Danke fürs Zuhören. Das wäre auch schon alles, was ich gesagt habe. Ich tue mir immer gut daran zu sagen, wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare und ich werde sie nach bestem Wissen und Gehwissen beantworten. Ansonsten auch gerne dabei sein. Also, was ich gerne mal erklären möchte, obwohl ich es im Infovideo schon getan habe, die YouTube-Videos zurzeit verlaufen halt so, ich gucke nochmal drüber ganz kurz über den Plan. Es ist aber halt wirklich so, dass heute ist natürlich dieses Video, kommt noch dazu. Aber ansonsten, neben dem Streamplan-Video, gilt für die gesamte Woche, dass den einen Tag kommen Spyro und Smash, so wie heute. Und morgen dann Yo-Kai Watch und Resident Evil. Und immer wieder abwechselnd. Spyro und Smash, Yo-Kai Watch und Resident Evil. Spyro und Smash, Yo-Kai Watch und Resident Evil. Spyro und Smash, Yo-Kai Watch und Resident Evil. Damit ihr da Bescheid wisst, dass keine Fragen auftreten. Und so handhaben wir das diese Woche auf jeden Fall.
So, jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich habe sogar mehr gesagt, als ich zu sagen habe, weil ich habe nichts zu sagen. Danke fürs Lauschen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns in den Videos und Streams. Ich freue mich auf euch, wenn ihr fleißig dabei seid, liebe Pikmin. Also, bis dann und ciao!